von Jean Douglas. Die nächste Frage kommt aus Irland von Jean Douglas. Und er fragt wegen dem Karlsruher Urteil. Ein Nachrichtenmagazin das so ausgedrückt, dass damit der Staffelstab an Irland übergeben wurde. Denn es gibt einen Amtsinhaber in Irland, der den ESM legal anfechten will. Er bezeichnet es als ein Monstrum, das Europa überrollt. Der ESM ist also auch jetzt in Irland beim höchsten Gericht angelangt. Und es wird also jetzt sehr entscheidend, was da passieren wird. Wir würden Sie gerne über Ihre Meinung diesbezüglich fragen. Denken Sie, dass das irische oberste Gericht für diese Anklage von diesem Abgeordneten Pringle, glaube ich, heißt der, stimmen wird? Und dass das im letzten Moment alles noch gestoppt werden könnte? Well, as an optimist, I even would assume that a snowball can survive in hell. Als Optimist glaube ich sogar natürlich, dass ein Schneeball die Hölle überleben würde. Aber ich habe in diesem Fall meine Zweifel. Denn die fünf Professoren, die wiederholt gegen den Euro geklagt haben, haben ja gesagt, dass es nicht einen einzigen Fall gegeben hat, wo dieser Gerichtshof gegen eine Maßnahme gestimmt hat, die in Richtung mehr Integration europäischer Art geführt hat und so weiter. Also die Hoffnung, dass dieser Gerichtshof da also einen Block errichten würde, ist sehr gering. Man sollte das natürlich deswegen nicht fallen lassen, sondern versuchen. Ich denke jedoch, dass die etwas vielversprechendere Art und Weise daran zu gehen, die ist, also in eine generelle Mobilisierung zu gehen. Das heißt, wir brauchen eine öffentliche Anhörung über die EZB. Ich bin sehr froh darüber, dass Karlsruhe eine solche Anhörung durchführen wird. Auch dass Bundesbankpräsident Weidmann für eine öffentliche Anhörung aufgerufen hat über die Politik der EZB. Die EZB-Führung, da sie mit einem öffentlichen Gut umgeht, mit Geld, eben auch öffentlicher Kontrolle unterworfen werden muss. Das ist sehr, sehr gut. Ich möchte Herrn Pringle nun überhaupt nicht von seinem Vorhaben abbringen. Aber was die Erfahrung zeigt auf der europäischen Ebene, das ist also nicht wahnsinnig groß, die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass es das wirklich geben wird. Wir müssen zu Glass-Steagall zurück, zum Nationalbankwesen. Das ist alles Teil eines Paketes. Und ohne das Gesamtpaket kommen wir aus der Krise eben nicht raus. Wir sind längst an jenem Punkt vorbei, wo man so Einzelthemen, Einzelprobleme einzeln hätte lösen können. Und das ist auch das Problem derjenigen, die jetzt gerade gegen den ESM angehen. Was sie tun, ist natürlich ehrenwert, aber man muss mit einem umfassenden Ansatz jetzt an diese Probleme herantreten, wie man die Menschheit insgesamt aus diesen Problemen herausbekommt, nicht mit irgendwelchen Einzellösungen.